Markus von Sinclair steht vor der Tür von Eichenhammer. Ich habe zwei Armeen da, die Garnison und die Armee von Okri, die allerdings ein bisschen angekratzt ist. Und er hat eine Menge Wargeists. Die muss ich eigentlich am besten mit meinen Armbrustschützen abhalten. Die anderen sind nicht so besonders stark. Alles nicht so besonders stark. Mit meinem Katapult würde ich hier die Zombies und Skelettspeerträger beschießen. Und dann muss ich mal gucken, wie er angeflogen kommt. Ich würde ihn zu mir kommen lassen. Mich defensiv aufstellen mit so einem Ring aus meinen Nahkämpfern. Und versuchen mit den Armbrustschützen die Wargeists runterzuschießen und die Vampirfledermäuse. Das Gefecht führen wir jetzt. Los geht's. Ich werde die Garnison nutzen und die relativ aggressiv aufstellen, dass die den Hauptteil des ersten Ansturms erstmal abfangen, weil die regenerieren sich automatisch. Und meine Armee ein bisschen weiter hinten aufstellen, wie gesagt, mit der die Armeeverstärkung der Zwerge kommt von da. Das ist die Garnison, okay. Idealerweise heißt das, platziere ich mich hier möglich. Es gibt ja auch keine großen Höhenunterschiede hier auf der Karte. Das heißt, ich würde mich idealerweise einfach hier links platzieren. Die soweit es geht zusammenschießen und auf die Verstärkung hoffen, dass die rechtzeitig kommt. So, meine beiden Helden, den Okri und den Tück, Nahkampfspezialist, Axtinfanterie. Dann stelle ich die hier nach vorne. Ich kann die Langbärte hier vorne um aufstellen, weil das eine Vorhut, weil die eine Vorhutrune haben. Aber die Frage ist, möchte ich ihn irgendwo in den Rücken fallen? Bringt mir das überhaupt was? Oder wäre es nicht besser, auch die mit dem Hauptteil des Angriffs abfangen zu lassen? Hab leider nur einen Katapult. Kann ich mal versuchen, auf die zu schießen. Todeswölfe haben sie da auch noch. Stelle ich die schon mal hier auf. So. Die stehen da schon. Und dann stelle ich meine... Die nehme ich immer hier dazwischen auf und kann die dann im Zweifelsfall zurückziehen. Wenn es irgendwie blöd wird. Muss ich mal ein bisschen beobachten, wo die halt jeweils herkommen. So, der Schneefall trübt die Sicht hier, alles total realistisch. Müssen wir gucken, ob die versuchen, über die Flanken zu kommen. Alles so angeschlagene Einheiten, weil ich die Kolonie, oder weil ich diese Siedlung neu kolonisiert habe. So, die. Dann noch die hier einfach an die Seite. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Eine hier hinten, die hole ich dann dazu, wo ich sie am ehesten brauche. Und dann habe ich hier hinten noch die Zwergenkrieger, die dann noch die Flanken schützen. Idealerweise, ich wechsle das hier dann doch nochmal ab. So, kommen wir mal nach vorne. So, hier mal hier hin. Eine auch, die hier hinten bleibt beim Katapult, um eventuelle Angreifer abzufangen, die Fledermäuse zum Beispiel. Und die kommen hier auch an die Flanke.
will eigentlich die nur möglichst lang beschießen. Die Verstärkung soll rechtzeitig ankommen. Und das sind so ein bisschen die Einheiten, die ich dann da... Ja, starten das Gefecht. So. Und dann kann ich hier schon mal auf die schießen. Vielleicht nicht auf die Todeswölfe, weil die zu schnell sind. Im Schneefall sieht man fast gar nicht. Gucken, wie er sich jetzt hier aufmacht. Eigentlich müsste das hier schon schön einschlagen. Bei den Skelett-Speerträgern. Naja. So toll war es jetzt noch nicht, Jungs. Vielleicht auf die Zombies. Dann treffe ich nämlich die Zombies dann auch eher dahinter und vielleicht den Kommandanten noch. Da kommt schon angeflogen. Na, die hat schon eher getroffen. Ich habe übrigens den Blood and Gore DLC jetzt drin. Dann sind die Kämpfe blutiger. Was man durchaus auch mal sieht. An den Matsch-Explosionen. Ups, ich will sie mal abwählen, damit es mal einfach schöner aussieht, wenn jetzt hier gleich die Artilleriegeschosse einschlagen. Matsch, Matsch. Immerhin. Schon ein bisschen Schaden gemacht. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ganz kurz, dass wir nicht, dass ich vor lauter Gucken nicht zu viel verpasse. Okay. Ah, hier kommt schon mal eine Verstärkung. Guck mal, die habe ich ganz übersehen. Da schickt er seine Todeswölfe. Und was haben wir hier? Eine Einheit Altbargeist. Und was habe ich hier dann? Das sind alles Nahkämpfer. Ah, dann sollen die erstmal hierhin vorrücken. Und dann gucke ich mal, wie er sich dazu bewegt. Und dann schaue ich mal, wie es jetzt hier aussieht. Wie ist die Reichweite? Da kommen sie bald in Reichweite. Da haben wir drei Einheiten. Fliegende Einheiten, einmal Vampirfledermäuse, zwei Wahrgeists. Von rechts kommen jetzt hier Todeswölfe an. Plus Vampirfledermäuse. Das heißt, ich schicke die mal kurz hier mit an die rechte Flanke. Die können sich auch schon so ein bisschen nach rechts orientieren. Dass ich die möglichst früh schon mal abfange. Und ihr Jungs geht mal hier hin. Und dann falle ich den hier hoffentlich in den Rücken. Das haben die noch gar nicht so richtig bemerkt, glaube ich. So, das Katapult schießt hier weiter auf die Zombie-Armee. Und dann legen wir hier auf der rechten Flanke mal los. Das Schneegestöber ist krass. War eigentlich ganz witzig. Man denkt so, Mann, das nervt doch. Aber mein Gott, so ist es halt. Dann schießen die hier ein bisschen auf die Todeswölfe, während die sich hier platzieren. Und die, ja, platzieren sich hier so, genau neben die. Das passt. Die bleiben hier als Reserve. Ups, der Maus, immer so ein Makro. Jetzt kommen die hier von der linken Seite. Das heißt, ich muss ein bisschen auf meine Flanke hier aufpassen. So, und ihr stellt euch schon mal so hin. Na wohl, na, die, nee, die bleiben so. Stopp, stopp, stopp. Ich versuche gerade ein bisschen zu gucken. Die schießen auf die Ankommenden da. So, da geht's weiter. Die haben alle Feuer frei. Da wird schon fleißig geschossen hier von meinen Armbrustschützen auch. So, ich brauche meine Verstärkung. Die muss noch ein bisschen mehr Gas geben. Und die platzieren sich mal auch hier an der Flanke, die ich hier aufgestellt hatte. So, und jetzt gucken wir mal. Also, der platziert sich hier noch und wird schon ordentlich zusammengeschossen, was mal sehr schön ist für mich. Die warten weiter ab.
Die schießen automatisch hier. Hier haben sie noch die Wahrgeists. Die schießen mal auf die Wahrgeists. Genauso wie die hier sind nicht gefährlicher. Diese Bodeneinheiten machen mir eigentlich gar nichts. Seine Skelettspeerträger. So, ich schieße mal die Wahrgeists zusammen. Das ist ihre Aufgabe. Die schießen lieber auch auf die Wahrgeists, genau wie ihr. Und die Vampirfledermäuse. Der Held wartet da schon. Okay, und los geht's. So, nochmal kurz pausieren. Jetzt geht's nämlich hier los. Die Todeswölfe fangen schon, ne? Müssen wir mal kurz gucken. Dann stürmen die mal auf die Todeswölfe rüber. Die rennen nach vorne. Die schießen auf die Vampirfledermäuse. Und die krallen sich hier die Todeswölfe. Da schieße ich weiter auf die Wahrgeist. Mal gucken, wer hier landet. Dafür ist ja dann die, sind die Langbärte hier da. Die Zombies sind schon fast gebrochen. Das ist gut. Und auf die Skelettspeerträger schießen. Die schießen weiter auch auf die Wahrgeist. Und dann lassen wir es mal laufen. So. Und die wollen hier von hinten auf meine Artillerie wahrscheinlich. Wie es aussieht. Hier sind wir jetzt im Nahkampf mit den Vampirfliedermäusen. Jetzt geht es überall los. Da hinten sind noch die Skelettspeerträger, die von der Seite reinkommen. Die Wahrgeist kämpfen jetzt hier auch. Und jetzt sind alle hier praktisch im Kampf verwickelt. Ich muss ein bisschen gucken, dass auch alle wirklich kämpfen. Und da nicht so viel Quatsch passiert. Und hier sind die Wahrgeist bei meiner Artillerie gelandet. Und nehmen die ordentlich auseinander. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Aber ich habe eigentlich... Tatsächlich kann ich jetzt nicht so viele abziehen. Das ist halt die fliegende Einheit. So, und ich brauche meine Verstärkung hier, die mal ein bisschen mehr Gas geben müssen. Sonst wird das nichts. So, ich muss, muss denen hier mal ein bisschen helfen. Die kämpfen da noch. So, hier gegen die Wahrgeists. Da muss ich mich ein bisschen zusammentun. Hier hinten kommen noch mal ein paar von den Wölfen. Meine Verstärkung braucht ganz schön lange, bis sie da ist. Im Moment läuft es überhaupt nicht gut. Einige Routen schon sozusagen. Das hat ein bisschen das Problem. Ich bin viel zu aufgeteilt. So, die Todeswölfe und die Skelettspeerträger machen hier den Zwergenkriegern ordentlich zu schaffen. Und die Wahrgeists. Meine Armee fällt so ein bisschen auseinander gerade. Die lassen jetzt mal ihre Belagerung, Artillerie fallen und kämpfen einfach mal. So, und das Problem ist, dass die Verstärkung viel zu spät kommt. Mit denen habe ich schon ganz gute Möglichkeiten, aber wenn es so weiterläuft... Dann, habe ich halt ein Problem, bevor die überhaupt ankommen. Der kämpft hier gegen den Markus von Sinclair und auch gegen die Wahrgeists. Und die routen hier schon. Die rennen schon weg. Muss eigentlich ein bisschen die Wahrgeist mit zusammenschießen. Das läuft überhaupt nicht gut. Cox hat ich hätte die zu lange vergessen. Ich habe die eigentlich ja schon... So lange habe ich die eigentlich gar nicht vergessen, dachte ich. Vielleicht schon. Vielleicht standen die wirklich schon länger da und ich habe die zu lange irgendwie außen vor gelassen. Das sieht hier nicht gut aus. Der soll sich auch nicht mit so blöden Vampirfledermäusen abgeben, ehrlich gesagt. So. Alles ein bisschen unübersichtlich jetzt hier. Die gehen jetzt hier in den Nahkampf mit den Vampirfledermäusen. So, die sollen eigentlich jetzt hier den ein bisschen in den Rücken fallen. So, ihn brauche ich jetzt eigentlich hier eher. Der muss da mal aushelfen. Und ich muss jetzt mal die Einheiten hier langsam mehr auflösen. Ich habe es halt nicht geschafft, rechtzeitig
die Ambusschützen eiern da rum. Bevor sie bei mir ankommen, ihr genug davon abzuschießen mit der Artillerie und den Bogenschützen. Das habe ich das Problem. So, haben die sich jetzt hier ein bisschen gefangen. Kommt mal zurück in den Kampf, Jungs. Die kämpfen noch gegen die Wahrgeists. Aber gut sieht das überhaupt nicht aus. Also vielleicht habe ich wirklich die... Dass ich die... Verteidigung... die Verstärkung zu spät mit in den Kampf geholt habe. Markus von Sinkler hält ja auch einiges aus. Dass ich dem vielleicht noch in den Rücken fallen kann. Das wäre noch was. Aber die sind auch nicht besonders stark, leider. Dass die hier von zwei Seiten am Kämpfen, dass die Max von Sinkler mal irgendwie ein bisschen irgendwie unter Kontrolle kriege, schaffe ich im Moment leider überhaupt nicht. Ihr müsst mal zurück in den Kampf kommen, Jungs. Ich brauche euch. Genauso wie euch. Die sind noch sogar noch relativ zahlreich. Au, au, au. Aber die werden voll zusammengekloppt. Eigentlich muss ich mal hier auf die schießen, auf die Skelettspeerträger. Ja, aber ich habe schon zu viele, die hier nicht gut drauf sind. Diesen Kampf werde ich wohl nicht gewinnen. Ich versuche noch die Wahrgeist- und Vampirfliedermäuse ein bisschen zusammenzuschießen. So, die sind ziemlich verstreut hier. Dass ich hier mal irgendwas zustande bekomme. Hier kämpfen noch die Wahrgeist, die auch mal zwischendurch wieder abheben. Das ist nicht so schön. Da rennen noch Todeswölfe rum. Schießt mal auf die Wahrgeist. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwas hin. 1500 HP haben sie noch. Tja, und dann kommen sie in den Nahkampf. Autsch, und alle werden durcheinander gekegelt. Im Fernkampf sah das noch ganz okay aus, aber es geht dann viel zu schnell den Bach runter. Die Wahrgeist, 500 HP haben sie noch. Die Krollschold-Einheiten sind natürlich nicht gebaut. Die fliehen hier vor den Vampirfledermäusen. Der ist schon total blutig. Bisschen Rüstung durch Ding der Schaden. Ich wollte eigentlich den Markus von Sinkler mit zerhauen, aber es hat nicht geklappt. Kann ich vielleicht wenigstens diese Zombie-Einheit noch kaputt machen, dass er einige Einheiten ganz verliert. Das wäre noch was. Aber ansonsten werde ich einfach nur aufgerieben. Die Einheiten fliehen alle. Ich habe dir wahrscheinlich die Verstärkung echt viel zu lange, lange nicht verpasst. Das ist jetzt auch jeden Augenblick vorbei. Ich versuche noch ein bisschen Schaden zu machen. So viel es geht. Wieder zurück in den Kampf zu holen, wo es geht. Aber die ganze Armee wird aufgeben. Das ist ein richtig teurer Kampf für mich. Kann ich wenigstens hier vielleicht noch die eine Einheit zerhauen. Nee, da hauen sie einfach ab, das ist so billig. Oh mein Gott. Die Wahrgeist haben wir rausgerissen. Die sind einfach irgendwo hinter meine Linien geflogen. Knappe Niederlage. Ich habe da gesamte Armee verloren. Oh, das ist teuer. Ey, Schwarzhafen. Ich habe so einen Hass auf die. Es ist so schlimm mit denen. Kann die nicht ertragen. Ein Okri, der Robuste, ist tot. Der meine
die Siedlung ausgeraubt. Jetzt hat er hier unten eigentlich noch was gemacht. Ganz kurz schauen. Der Ulf. Kann ich wenigstens jetzt gegen den Ulf kämpfen in der nächsten Runde? Das ist mal was. Und hier oben, das muss ich mal kurz angucken, was Schwarzhafen da angerichtet hat. In Eichen haben wir meine Armee ist halt weg. Ich habe wahrscheinlich echt die Verstärkung viel zu spät gesehen. Aber die Verstärkung war auch echt mies, da links an der Ecke. Das war echt bitter, dass die so links an der Ecke standen. Ich habe eigentlich meine Armee schon so platziert, vielleicht habe ich die Verstärkung wirklich zu spät gesehen. Oder Eichen haben wir beschädigt. Ja. Boah, ist das bitter. Kann denn Karakatrin, das möchte ich wenigstens noch eben schnell machen. Karakatrin, Kinders. Die haben echt nicht viel jeweils. Aber sie können so viel Stress machen. Schwarzhafen hat mir so viel Ärger schon gemacht. Das ist echt unglaublich. Wie gut ist denn die Armee hier? Wie stark ist das hier? Eine 13er Garnison. 13er Garnison und die Armee halt hier. Richard von Karstein. Ich muss eigentlich die Armee hier von ihm direkt angreifen. Das verbündete Armeen hier. Und warum macht Kara Katrin, hat hier eine Armee? Eschenloch. Ich muss irgendwie Schwarzhafen hier mal in den Griff bekommen. Das geht einfach nicht. Ich weiß aber nicht genau wie. Ich muss wahrscheinlich eine neue Armee aufstellen. Ich brauche hier zwei Armeen, um die zwei Städte zu beschützen und die anzugehen. Und ich muss ihre Armeen mal ein bisschen einzeln bekommen. Oder ich gehe demnächst die Konföderation mit Kara Katrin ein und bekomme ihre Armeen. Weil die Armee ist doch hier echt nicht schlecht. Macht auch was damit. Nochmal ganz kurz gucken. Kara Katrin. Schloss Drakenhof. Dann hoffe ich mal, dass er die Armee dahin schickt. Und dass ich dann einfach dazu stoßen kann. Und dann machen wir das zusammen. Nehmen wir die in die Zange. Das war auf jeden Fall eine schmerzhafte Runde. Ganz schön fies. Korkasin meint, ich soll die erstmal Waldenhof angreifen lassen. Waldenhof und Eschen dann wahrscheinlich wäre eine Idee. Ich fände es auch nicht schlecht, wenn sie hier gegen Süden ziehen und wir zusammen was machen. Aber vielleicht ist es auch besser, die erstmal Waldenhof, dann ich. Ah, das ist. Komm, komm. So, holt euch mal Waldenhof. So, macht ihr mal das. Und ich ziehe entweder zu Schloss Tempelhof mit der Armee und erober das. Oder nutze sie defensiv. Guck ich mal. Das werde ich mir dann noch überlegen. Aber das ist, ich merke schon wieder, wie es in mir kocht. Mit den Vampiren. Wie viel Stress. Es sind nur so eine kleine Fraktion. Die haben echt nicht viel Länder. Und Chaos direkt an der Nordgrenze. Und Imperium an der linken Flanke. Aber ihnen scheißegal. Sie machen Stress, aber die kriege ich noch in den Griff. So, ich muss also in den nächsten Runden hier im Süden gegen Chaos vorgehen. Hier weiter der Plan gegen die Plattnasen und im Norden vor allem die Vampire. Ich muss sie in den Griff kriegen, bevor ich zu viel mit dem Chaos habe, weil die sind immer da, immer stressig. Ich schaff's einfach nicht. Und wenn das dann geschafft ist, dann kann ich das Reich ein bisschen weiter konsolidieren. Ansonsten läuft es zumindest finanziell ganz gut. Es war natürlich extrem teuer jetzt, so eine Armee zu verlieren, die auch ein bisschen Erfahrungspunkte hatte. Aber ich kann es mir wenigstens leisten, die Armee wieder neu aufzustellen. Das alles in den nächsten Runden, in den nächsten Folgen von Total Warhammer mit den Zwergen. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid demnächst wieder mit dabei, entweder live auf Twitch oder eben auf YouTube. Bis dann.